Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat gegen das geplante Heizungsgesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gewettert. Die Grünen seien in der Heizungsdebatte eigentumsfeindlich und selbstgerecht, betonte der Chef der Freien Wähler am Dienstag in der ARD-Talkshow Maischberger. Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident gab sich überzeugt davon, dass die Grünen Pläne hätten, den Stromzentrale in Berlin zu regeln. Die heimische Heizung solle so gewissermaßen ferngesteuert werden. Die Verteilerunternehmen würden den Strom abregeln, ohne die Bürger zu fragen. Aiwanger warf Habeck und den Grünen weiter vor, diese seien großstädtisch geprägt und würden der Landbevölkerung vorschreiben wollen, dass sie kein Brennholz mehr verwenden darf und den Wolf toll finden soll. Habeck selbst nannte der bayerische Politiker inhaltlich überrollt und ideologisch überfordert. Das Heizungsgesetz sei von Anfang an Murks gewesen, so Aiwanger.